Moin Leute und hallo zu Watten Barbecue. Ich habe euch vor kurzem mal ein Video gezeigt, da durfte ich einen Grill kennenlernen und auch ein bisschen was darauf zaubern. Und zwar in Fisbeck bei Schickling Grill, da waren wir eingeladen, Ute und ich, von Oliver Schickling. Und ja, da haben wir einen Smoked Pork Lachs Burger gemacht und ein Duroc Carré auf einer Rotisserie, auf dem Drehspieß. Und vielleicht erinnert ihr euch, der kommt, da er ein modulares System ist, der Grill, kommt er ohne Heckburner aus und hat unten so ein Umleitblech. Und dann kommt die Wärme von den vier unten positionierten Brennern durch so einen schmalen Schlitz und wärmt dann das Grillgut auf der Rotisserie an. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Für mich eine Innovation, hatte ich so noch nie gesehen. Ganz einfach blende ich euch das Video hier oben nochmal ein. Könnt ihr mal draufklicken, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ganz interessantes Video. An dem Tag ist nicht nur das gedreht worden, sondern ich bin auch interviewt worden nochmal. Wir haben uns über den Schickling Grill und mein erstes Fazit unterhalten, haben so ein bisschen über dies und das gesprochen und ganz ehrlich, das wollte ich euch nicht vorenthalten und deswegen gibt es heute ein bisschen, ja, Watten Barbecue und Schickling Talk, anstatt was Leckeres zu essen. Da müsst ihr jetzt durch. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß und hier ist das Video. So, Ole, wir haben unten zwei richtig leckere Rezepte abgedreht. Einmal Smoked Pulled Lachs Burger. Und zum anderen ein Duroc Carré mit Dalmatiner Rub. Cool, oder? Mega. Also, wir haben den Lachs, haben wir jetzt ja schon, den Burger Lachs, den Lachsburger haben wir schon gegessen. Ja. Das war ja schon allererste Sahne. Du kriegst gleich auch noch was. Das sind ja so deine ersten Berührungen mit dem Schickling Grill. Ja, tatsächlich. Und ich habe mir so ein paar Fragen aufgeschrieben. Ich will ja auch ein bisschen Feedback von dir haben. Ja, hau raus. Wo wir besser werden können, was wir schon ganz gut machen. Erstmal stellst du dich vor. Wo kommst du her? Also ich komme aus Varel. Ich habe einen YouTube-Kanal seit 2,5, 3 Jahren jetzt circa. Ich glaube, im Mai wären es 3 Jahre. Ja. Der ist so bei 1.500, 1.800 Abonnenten. Top. Ich habe ungefähr 10.000 Hits im Monat, was ich eigentlich ganz okay finde für so jemanden, der so... Fängst ja gerade jetzt an und ist einfach ein Problem, mal so, ne? Losgegrillt hat. Richtig. Also, und wie heißt der denn überhaupt? Watten Barbecue. Watten Barbecue. Watten Barbecue. W-A-T-T-N, also ohne Apostroph, ohne Striche, ohne gar nichts, sondern einfach nur so zusammen. Watten und dann Barbecue, ja, eben BBQ. Ne? Super. So machen wir das in Deutschland. Verlinken wir da mal rein. Das wäre total nett von euch. Was grillst du am liebsten? Ja, also Fisch mögen wir gerne. Oder ich persönlich, meine Familie nicht so, aber Fisch, wenn Fisch, dann Lachs. Ja. Weil das mag meine Familie auch. Und ich bin ein absoluter Rippchen-Fan. Okay. Also bei mir ist Rippchen könnte ich hoch und runter. Also Baby Back Ribs, also vom Schwein, nicht Beef Ribs, nicht unbedingt, aber Schweinerippchen. Und dann bist du sterbe ich für. Bist du auch mehrmals die Woche am Grill oder wie muss man sich das vorstellen? Also mindestens einmal die Woche für ein Video dann auch. Ja. Und zwischendurch öfter mal am Pizzaofen. Ne? Also ich mache ja auch ein bisschen Pizza. Okay. Und das ist aber dann ja nicht am Grill, das ist dann ein externes Gerät. Ne? Lässt du deinen Teig dann auch immer 48 Stunden genau, gehen? Genau, bis 72 Stunden, richtig. Ja, dann bin jetzt gerade dabei, den irgendwie so auf mal unter 6 Stunden zu kriegen, dass der dann aber trotzdem nicht hefig ist. Aber das ist ein anderes Thema, das hat mit weniger zu tun. Das macht der Daniel von uns auch immer. Ah, der liebt auch Pizzen. Ja. Und so oft hat er schon Pizza hier auf unserem Grill gemacht für die Belegschaft. Kann man sich ja auch gut machen, weil der geht ja auch richtig auf Dampf. Ja, oder er hat Dampf, genau. So, Ole, du hast ein bisschen Kontakt mit dem Schickling gehabt. Was, ja. Was hat dir denn gut gefallen, was hat dir nicht so gut gefallen? Also, was ich hervorragend finde, ist das Handling. Ja. Also, ich glaube, auch jeder Anfänger, man kann mit dem Grill sofort loslegen, weil man hat ein richtig tolles... eine Temperaturanzeige, die auch vernünftig gut einzustellen ist, mit einem sehr hohen Temperatur. Also das heißt, wenn du den Regler auf eine Stellung stellst, dann steht genau die Temperatur und dann steht sie da. Richtig. Also das ist bei meinem Grill zu Hause, ist das so, dass ich immer viel nachjustieren muss, damit ich endlich mal diese Temperaturnadel auch mal zum Stehen kriege. Das ist entweder zu viel oder zu wenig. Aber ich treffe einfach die Temperatur nicht, die ich haben möchte. Und das war hier jetzt völlig anders. War mir ehrlich gesagt gar nicht so bewusst. Doch, ist tatsächlich so. Also ich habe rechts und links erstmal die kleinste Stufe, so wie zu Hause. Ja, ja. Und habe gedacht,
Boah, dann steht der aber 150 Grad, das ist ja mega. Dann habe ich einmal einen ausgemacht, weil man kennt ja das auch vielleicht von Longjobs. 110 Grad, ich glaube 110 Grad, 110, 120 Grad ist mit einem Brenner locker genau hinzukriegen. Ein Brenner auf Minimum schafft er 110. Ja, Bombe, ja. Hervorragend, ja. Total super. Und wir haben ja auch dann beim Pulled Lachsburger, Smoked Lachsburger, haben wir ja auch dann den Rauch gemacht hier mit dem Rauchteil und mit der Räucherbox. Und das hat ja auch super funktioniert. Erstmal Vollgas an und der hat ja super geraucht, die ganze Zeit durch. Haben wir dann runtergestellt. Mega. Gibt es irgendwas, was wir besser machen können? Jetzt denkt ihr irgendwas aus. Also ich warte jetzt tatsächlich auf Geschichte Duroc. Ja, ja. Das würde mich interessieren. Ich kenne nämlich dieses System von einem anderen Grill. Und zwar, wenn Leute vielleicht mal meinen Kanal besuchen, da gibt es zum Beispiel den Merklinger, der ist ja ein Holzgrill. Ja. Und der hat bei dem Einsatz für die Rotisserie, hat er so einen ähnlichen Einsatz, denn da kommt von unten ja auch das Feuer. Ja. Die haben natürlich auch keinen Heckbrenner. Ja. Denn die müssen ja auch von der Hitze von unten. Und die leiten das die Hitze auch um? Und die leiten das da hinten auch um. Also das habe ich nicht genau gesehen, aber ich habe den schon mal eingebaut und habe den auch mit einem Kollegen zusammen dann vor Ort mal da reingebastelt. Hat funktioniert? Und ja, es funktioniert hervorragend. Ja. Okay. Also ich bin da guter Dinge, ja, dass ich da gleich ein mega Leistung hatte. Und da können wir sogar die Power ja von den vier Brennern nutzen. Genau. Das Einzige, was ich so ein bisschen kritisiere an dem Ding, das ist halt ein bisschen unpraktisch. Ne? Also du musst halt so ein Ding reinsetzen und wieder rausnehmen. Bei so einem Heckbrenner stellst du das Ding an. Ja, aber ein Heckbrenner ist auch dementsprechend schlecht und schwer einzustellen. Das weiß ich. Weil der ja immer brennen muss. Mhm. Und wenn du von unten jetzt was hast, so wie es bei euch ist, du könntest jetzt auch zwei Brenner ausmachen. Das stimmt. Und dann hast du natürlich nur... Du kannst ja sogar indirekte Hitze mit dem Ding machen. Ich stell mir sowas vor wie Gyrospieß. Mhm. Und jetzt habe ich abgeschnitten und die Kruste ist schon wieder da, aber es haben nur noch zwei Leute Hunger. Und jetzt muss das Ding länger drehen, obwohl es nicht weiter garen soll. Also mache ich nur einen Brenner an und habe dann die Wärme von hinten. Stimmt. Und habe das zum Warmhalten und der dreht sich aber noch. Mhm. Das ist bei euch dann vielleicht der Vorteil als beim Heckbrenner. Weil der Heckbrenner, ich sag mal, der bringt immer, ich glaube Minimum 180 Grad bringt der ja immer. Mhm. Und das gart ja immer weiter, ne? Das stimmt. Müsste man mal sehen. Wir sehen gleich mal. Genau, da bin ich gespannt. Dann nehmen wir das Feedback nochmal eben unten am Grill auf. Alter. Ist gut, oder? Oh, Hammer. Malte, komm mal rüber. Also kann man schon fast sagen, dass man echt so einen Backburner-Ersatz auch hat. Ja, definitiv. Also du kriegst mit diesen vier Brennern richtig krasse Ergebnisse. Ja, wir haben ja alle Brenner wirklich auf kleinste Stufe gehabt. Ja, genau. Wir haben ja nicht einen Brenner hochgezogen. Du kannst da Dampf reinkriegen ohne Ende. Mega. Ja. Mega. Dann Frage Nummer vier. Wie bist du denn mit deinem Pulled Lachsburger zufrieden? Was war geil? Was hättest du noch ein bisschen anders gemacht? Wir haben eine Sache vergessen, ja? Ist mir aber im Nachhinein erst eingefallen. Brot angerüstet? Genau. Wir haben die Burger Buns nicht angerüstet. Ja. Aber ich fand, der Lachs war... Wow. Mir hat auch die Dillsoße so gut geschmeckt. Und die ist so einfach. Ja, wirklich einfach. Ich habe es ja ein paar Mal gesagt, die ist ja so einfach. Ich sag ja, der Teelöffel. Die Dillspitzen haben mir richtig gut gefallen. Ja. Also das ist wirklich ein tolles Gewürz. Ja. Also man kann das natürlich auch selber hacken, ne? Ist auch eine Möglichkeit. Mhm. Aber wir haben keinen Dill bekommen. Dementsprechend haben wir natürlich zum Gewürzregal gegriffen. Aber ich denke, das kann man auch mal machen. Tippitoppi. Ne? Fand ich auch. Ole, was muss so ein Gasgrill mitbringen? Was sind so die wichtigsten Punkte bei einem Gasgrill für dich? Also wichtig wäre mir immer vier Brenner. Mhm. Jetzt mögen einige sagen, ja, immer gleich vier Brenner, so ein großes Ding, so viele Leute sind wir ja gar nicht. Mhm. Aber man hat es heute beim Lachs gesehen, ich brauche einen rechten Brenner, ich brauche einen linken Brenner und ich brauche vor allem die indirekte Zone dazwischen und die muss groß sein. Mhm. Und Grillfläche ist nur durch eins zu ersetzen, durch mehr Grillfläche. Das ist einfach so. Das ist so ein Grillerspruch. Ja, das ist so ein Grillerspruch. und rechts und links, wenn ich jetzt einen Grill habe mit zwei Brennern, ja, dann kriege ich doch die Hitze schon mal nur von einer Seite. Genau. Weil ich würde immer einen vier Brenner Grill kaufen und wenn ich denn nur zwei brauche, dann brauche ich halt nur zwei. Dann mache ich die halt nur nebeneinander an. Und dann mache ich links eine, und ihr habt das ja im Baukasten, dann mache ich links eine Planscher und habe da die Möglichkeit und rechts grill ich scharf an auf dem Rost. Genau.
dann bin ich ja flexibler und habe eine große Ablagerost oben. Ja, das brauche ich alles. Also ich finde persönlich auch den Vierflammigen besser, auch weil es einfach ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bei uns ist. Was ist das für ein Unterschied vom Dreier auf dem Vierer preislich ungefähr? 200, 300 Euro. Ja. Kommt drauf an, welche Ausführung du willst. Ne? Ja, bitte. Aber bei uns ist halt natürlich auch die Arbeit fast das gleiche, weil die Kantbank kantet ja, ob die jetzt so eine Fläche kantet oder so eine Fläche kantet. Ja. Zeitinvest ist das gleiche. Das Einzige ist halt so ein bisschen der Materialunterschied, der den Preis macht. Ne? Ja, ich würde immer einen Vierbrenner wieder kaufen. Mhm. Also beim Grill wäre es immer für mich ein Vierbrenner. Wärmeverteilung, bei den meisten Gasgrills ist es ja nun mal so, dass man vorne relativ wenig hat. Also gerade da, wo die Schalter sind. Wir haben ja jetzt nur indirekt gegrillt. Mhm. Wie ist das bei euch? Ist das auch, wir haben da eigentlich ganz coole, also wir haben eine wirklich gute Hitzeverteilung. Ja. Wir haben da auch ganz vier, also wir haben uns immer so, wir haben auch letztens ein Video dazu aufgenommen, wir haben vier gute Ideen dabei gehabt. Also wir haben einmal die Brennabdeckung ein bisschen schräg gestellt, weil Hitze steigt dann natürlich nach oben. Ja. Und dadurch haben wir dann, also vorne haben wir die schräg gestellt, dass ein bisschen mehr Hitze vorne ankommt. Dann haben wir mit unserem Rohrlaser haben wir die Möglichkeit, die Austrittslöcher unterschiedlich groß zu machen. Vorne haben wir die ein bisschen größer gemacht, die Austrittslöcher, als hinten. Aha. Und so können wir auch mehr Hitze nach vorne holen. Ja. Was haben wir noch? Wir haben in den Brenner haben wir so Verjüngungen reingebaut, dass das Gas so ein bisschen abgebremst wird, weil bei den Gasgrills ist es ja eigentlich immer das große Problem, dass das Gas mit ganz viel Druck reingeschossen wird und dann halt hinten verbrennt. Ja. Und das umgehen wir halt, indem wir da so kleine Stopper reinbauen. Und dann verbrennt auch mehr Gas vorne. Und der vierte Punkt ist, dass wir die Brennabdeckung wirklich komplett vollflächig da reingelegt haben und auch verschiedene Höhen genommen haben. Zum Beispiel direkt über dem Brenner sind sie weiter unten. Und dann fangen die hier schon mal die Hitze auf und leiten die durch diese mittleren Brennerabdeckung, fangen die dann hier ab. Und dann verteilen die wirklich echt gut auf die ganze Fläche. Also da ist die Hitzeverteilung läuft. Also heißt das, ich kann den vollen Grill benutzen und nicht nur, ich sage jetzt mal ganz böse, drei Viertel. Weil mir die vorderen 8,5 cm fehlen. Nee. Also wir sind vorne ein bisschen kälter als hinten. Aber das ist aber auch das normal. Ist absolut, das ist absolut völlig normal. Außerdem muss das auch sein, weil wenn man Deckel hochmacht, dann will man ja nicht gleich die volle Wärme sehen. Aber ich sag dir, das ist so gewollt. Die Haare hast du weg, wenn du damit auf Vollgas grillst und den Deckel hochmachst. Also, das wollen wir ja auch. Was ist dein Lieblingszubehör beim Grillen? Das kannst du fast erraten. Mein Lieblingszubehör? Warum grillst du gern? Oh, das ist schwer. Mein Lieblingszubehör. Planscher. Oh ja. Planscher ist mega. Ja. Also wenn ich mir überlege, dass man früher auf ganz vielen Kohlegrills, also wenn man so in einer metallverarbeitenden Industrie gearbeitet hat, die Kollegen, die haben sich immer so ein fettes Ding irgendwo zusägen lassen, haben sich das zu Hause auf den Grill gelegt. Heute ist das eine Innovation seit, ich weiß nicht, wie lange gibt es eine Planscher? 5 Jahre oder was? Ja, ich weiß gar nicht, wieso das so lange gedauert hat. Ja. Also frage ich mich immer wieder. Weil die haben alle so ein Ding gehabt, das war irgendwie ein richtig fettes Ding, was sich richtig aufgeheizt hat. Und da haben die nicht unbedingt Würstchen, aber die haben dann ihre Burger da drauf gebraten. Ich weiß gar nicht, warum wir da so spät drauf gekommen sind im Grillbereich. Ich mag das auch so gerne, auch zum Beispiel im Sommer, wenn wir hier unten im Garten dann sitzen, wie oft machen wir uns dann so frische Spiegeleier? Zum Beispiel. Das ist so überragend. Zum Beispiel, ja. Das ist auch dieses also als wir das erste Mal so richtig gegrillt haben, hieß es immer Steak Schachbrettmuster. Ja. Ne? Diese 45 Sekunden so, dann 45 Sekunden so und dann musste das ja immer so ein Schachbrettmuster sein. Heute legt man das Ding auf eine Plansche und sagt sich, ich habe eine schöne durchgehende Kruste. Ja. Also wie gesagt, da ist immer ein bisschen Spiel drin und wenn man heute auf das eine reagiert, ist das morgen schon irgendwie was anderes, was jetzt wichtiger ist. Ja, ich bin Plansche-Fan. Auch zum Beispiel, du kannst einen schönen Lachs drauf anbraten, Gemüse. Also ich bin ja auch wirklich Fan davon, Gemüse zu grillen. Also ich weiß nicht, ob du das so gerne machst, aber ich mach das echt gerne. Ja, wenn ein Stück Fleisch bei ist, mache ich auch gerne mal Gemüse. Nein, ich esse nicht nur Fleisch, auch wenn das vielleicht, ne? Also bei mir ist bloß immer alles, was schmeckt, mag ich auch. Ja. Es ist egal, was es geht, im Endeffekt geht es eigentlich auch fast mehr ums Grillen und ums Zubereiten als ums Essen. Ja. Also mittlerweile, es war mal eine Zeit lang, da hat man gegrillt, um zu essen.
Ja, aber heute grill ich, um zuzubereiten. Bei mir ist es tatsächlich noch das Essen. Ja, ja, aber ich sitze auch super gerne draußen. Und also einfach diese Geselligkeit mit Freunden. Genau, ne? Also das Drumherum. Genau. Ne? Wie zum Beispiel, es gibt ja viele Leute, die sagen, wir haben so schön gegrillt. Ja gut, alles klar, wir haben so schön gegrillt. Für mich ist Grillen ein paar Stehtische, ein Steak, schön auffächern, schön aufschneiden, auf dem Holzbrett Brett. Und dann geht man einmal an den Leuten vorbei und jeder ditcht einmal so in Salz und Pfeffer. Super. Und dann kommt das nächste Steak. Also auch bei Pizza machen wir das übrigens genauso. Die wird geschnitten und dann kriegt jeder ein Stück. Und wer diese Art von Pizza nicht mag, der wartet eben halt zwei, drei Minuten, dann gibt's die nächste Pizza und dann ist vielleicht für ihn was dabei. So ein Ding wird finde ich das viel gehüter. So ein Ding wird ja nach dem Grillen auch dreckig sein. Hast du da Pflegetipps oder sagst du, ist ein Grill? Ist kein Putz. Ja, ist tatsächlich so. Also Vollgas, einmal richtig Vollgas, einmal mit einer Bürste drüber, dass das innen drin eben einmal abgebrannt ist und dann kann das Ding... Und alle 10, 15 Male mal die Fettwanne leeren. Ja, genau. Ja, sonst... Ne? Ist auch wichtig, sonst habt ihr sonst habt ihr irgendwann Fettbrand. Ja. Ja, ist normal. Das lässt sich bei der besten Fettwanne nicht verhindern, nein, wenn man das Ding nicht sauber macht. So sieht's aus. Ja. Ja, und nach so einer richtigen Vergrillung, da kommt auch ein bisschen Fett. Da kommt ein bisschen was. Ja, ist so. Ja, aber das darf auch runtertropfen. Ja, muss ja. Ich habe schon ganz viele gesehen, da ist dann unten so Alufolie drin. Nee. Oder was ich auch schon gesehen habe, Katzenstreu. Ja, das wird hart. Und super. Das riecht auch gar nicht, wenn das warm wird. Ich habe es ehrlich gesagt auch noch nicht ausprobiert. Nein, braucht man auch nicht, weil es ist ja völliger Blödsinn. Das ist eine gute Fettwanne, die ist aus Edelstahl, die könnt ihr so sieht's aus. Mit einer ordentlichen Bürste eben ausschrubben, ausleeren und fertig. Ja. So, eine Frage habe ich noch. Oh. Wenn du einen Grill kaufen willst, zwischen 1.000 und 2.000 Euro, was ist so dein Lieblingsgrill gerade? Also erstmal weiß ich ja gar nicht, was eure Grills kosten. Ich weiß ja gar nicht, ob es in dem Preis stattfindet. Den du da unten stehen hast, der liegt, glaube ich, gerade bei 1.600 Euro. Das ist ein Bombenpreis. Ist es, ne? Das ist tatsächlich ein super Preis. Ja. Also da braucht man auch nichts bezahlen. Also da weiß ich ja, was es so gibt. Ich sage jetzt mal die drei Namen. Weber, Napoleon, Wolking. Mhm. Otto Wilde nehmen wir mal raus, weil der ist bei dem Preis nicht. Weil der ist ja jetzt auch Miele. Ja, genau. So, also nehmen wir mal die drei. Ich glaube, in der Kategorie von der Wertigkeit, von der Haptik und von dem Gewicht wüsste ich jetzt nicht, ob der irgendwo verlieren würde gegen einen von den namenhaften Herstellern. Tatsächlich nicht. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Danke. Aber es ist nichts gelaufen. Ohne kriegst du später das Geld. Ja. Nein, es ist also wirklich, es ist so, ich habe ja mein, ich selber grill ja auf Napoleon, kann ich ja ruhig sagen. Das ist von einer, also wenn ich den Deckel zumache, das klingt anders als hier. Hier ist das ein dumpfes Geräusch. Zu Hause ist es eher lächern. Ich glaube, was wir halt echt gut können, ist halt so die Materialqualität ist bei uns wirklich gut. Ja. Die Leistung ist richtig gut. Also Hitzeverteilung ist gut. Hast du ein Baukastenprinzip, wo du deinen Grill selber zusammenbauen willst. Du kannst den Grill ja auch für 1.000 Euro oder für 800 Euro anfangen und dann Stück für Stück das Ding einfach nachrüsten. Ja, ihr habt eben halt den großen Vorteil, ihr habt niemanden dazwischen, der den Grill für euch verkauft. Ja, das ist halt auch so ein Riesenvorteil, ne? Ja, und sonst jeder Grillshop will natürlich auch 1,50 Euro verdienen. Das Ding wäre 40% teurer. Ja, sehen. 30-40% teurer. Und eigentlich gehört er viel. Ja, wie gesagt, ich gucke mir ja gleich noch die Rotisserie an, aber da gehört auch hin. Ja. Also wenn man eben im Grillladen kaufen würde, wäre der genau da. Der wird bei 2,4, wird er sein. Ist so. Ja, muss. Also ja, ist, wenn ist, du so eine Qualität, so. So eine Materialqualität bei anderen Grills suchst, bist du bei 2.000 bis 3.000 Euro. Ich bin immer noch, also bei mir ist das so, ich habe mir das bei Napoleon, gab es im Zubehörset gab es größere Reifen. Mhm. Das würde ich mir tatsächlich bei dem einen oder anderen Grill noch wünschen, weil im Garten zieht so ein Ding einfach um. Ja, klar. Wir gehen jetzt heutzutage immer von einer Außenküche aus, aber es gibt immer noch den einen oder anderen, der irgendwo über 10 Meter, 15 Meter Rasenfläche vielleicht nochmal eine runde Terrasse hat, wo man
schön an sonnigen Tagen sitzt. Ja. Und da soll der Grill dann hin und dann hat man so tiefe Furchen im Rasen. Das ist so, ja. Aber da haben sie alle, es ist ja bei allen. Aber ich so, glaube, wenn das Ding liegt ja auch knappe 90 Kilo. Und das ist das Problem. Und wenn du dann nicht so eine Luftreifen hast, die genau. so breit sind, ja. dann bringen die auch nachher 3 cm höhere Reifen ja. nichts. Also aber das ist so du immer diese Sache, wo ich immer sage, Mensch, kann man da nicht was machen? Ne? Ja. Also ich bin auch definitiv, dass er jetzt so schwer ist, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Mhm. Aber ich habe ihn ja nun auch noch nicht verrückt. Ne? Ja, ja. Oder ist er schwer mit meinem Fleisch da drauf? Ja, nur wegen dem Duroc. Mit dem 45 Kilo Duroc. Nein, alles genau. gut. Nein, aber wie gesagt, es ist echt ein schöner Grill. Schön. Er zieht durch. Ja. Wenn man den anmacht, dann kann man auch mal eben kurz grillen. Mhm. Das Schöne ist, du kannst auch wirklich einfach Bratwurst und Steaks machen. Ne? Ja. Was auch wirklich der Flach Otto grillen. Zack. Der Otto Normal Griller will auch mal einen Steak und eine Wurst machen. Genau. Das ist übrigens auch so eine Sache, wo wir da gerade drüber gesprochen haben mit dieser Geschichte. Wie viel Brenner? Ja. Die Leute sagen, ich will ja nur ein paar Würste grillen. Mhm. So kaufen die sich ja den ersten Grill. Und sicherlich kann man das mit einem 2-Brenner und auch mit einem 3-Brenner machen. Mhm. Aber irgendwann kommt man da drauf, dass es doch was anderes gibt, weil plötzlich ist nämlich was möglich. Ne? Zu Hause, man kommt dann von seinem Elektrogrill, wo immer alles, Würstchen auf dem Elektrogrill, Wasser unten rein und dann auf dem Elektrogrill ein bisschen drehen. Da ist aber alles gleich heiß, da gibt es keine indirekten Zonen. Und das lernt man ja erst, weil man Natürlich. Die Möglichkeit hat. Ich glaube, bei uns kaufen die Leute auch erst den 2., 3. Grill. Also der erste wird wahrscheinlich kleinerer gewesen sein, der nächste ist verrostet. Und dann wollen die Leute wirklich gute Qualität und ich glaube, dann landen sie irgendwann. Dann landen sie, ja. ja ich glaube, so die Erfahrung muss man machen. Und wie gesagt, ihr seid eine Stunde von mir weg. Super. Warum soll man in die Ferne schweifen, wenn das Gute ist doch so nah? Ja. Oder? Hast du noch ein paar Fragen? Das habe ich ja schon unten gefragt, aber das können wir ja jetzt auch noch machen. Ich wollte ja wissen, wie lange ihr dabei seid. 2014 haben wir die Firma gegründet. Aber tatsächlich haben wir sie gegründet und dann ist erstmal so ein bisschen nebenher geplätschert. Weil Philipp und ich haben noch studiert. Philipp hat Maschinenbau studiert, ich habe ein bisschen Wirtschaft studiert. Genau, und dann, ich glaube, so seit 6 Jahren machen wir das richtig mit Herzblut. Ja. Dass wir da so ein bisschen richtig gute Produkte bauen. Okay. Ja. Und ihr macht ihr auch hier mal so Grillveranstaltungen oder sowas? Und zeigt mal eure Grills in Action? Wir können ja gut grillen, gut Grills bauen. Ne? Aber ja. Ich glaube, du merkst ja selber, gut grillen können wir noch nicht. Und das ist halt auch wirklich ein hoher Zeitinvest. Und noch bin ich so ein richtiger Fan davon, das wirklich online geil zu präsentieren. Ja. Weil man muss halt auch gucken, wie viel Zeit steckst du rein, was kommt hinten raus. Und wir wollen natürlich auch die Kosten klein halten, damit wir halt auch gute Preise anbieten können. Wenn jetzt jemand sagt, ich will so einen Grill haben, dann geht der ins Internet und bestellt den einfach oder gibt es hier auch... Händler haben wir nicht. Okay. Aber der kann natürlich anrufen, der kann sich die Videos angucken, der kann eine Mail schreiben. Ja, und hierher fahren, ihr habt ja... Hierher fahren, wir haben hier einen Showroom. Ja. Genau, also da erreichen tut er uns, aber er muss natürlich tatsächlich echt so ein bisschen in Vertrauensvorschuss gehen. Ne? Ja. Aber ich glaube, die ganzen Bewertungen im Internet und auch die Meinungen, die so aktuell da sind, sind super, sind gut. Ja. Und da wollen wir auch dran arbeiten. Also das ist ja unser Ziel, einfach so die besten Grills der Welt zu bauen. Ne? Habt ihr denn schon mal so Feedback bekommen, wenn so ein Grill von euch mal ein Jahr draußen steht, wie der denn so anschließend aussieht? Ist der, das sieht aus auch, wie... auch mehrere Jahre. Also da, ja, also das habt ihr alle schon. Ja, also da stehen ja schon ein paar Grills, auch mehrere, 7, 8 Jahre irgendwo. Ja, sehr gut. Klar, irgendwann wirst du mal, die Brenner, die werden ja richtig mit 5 kW richtig belastet. Mhm. Ich sag mal so, nach 6, 7 Jahren wirst du die schon austauschen müssen, wenn du wirklich viel grillst. Ist aber normal. Das glaube ich auch. Oder fast schon unnormal. Also ist schon viel, glaube ich. Das ist auch V2A. Also zum Beispiel die Brennerabdeckung machen wir sogar aus V4A. Mhm. Also das ist ja so das beste Edelstahl, was du dir überhaupt da vorstellen kannst in dem Bereich. Weil die Brennerabdeckung, die glühen richtig, wenn du den auf Vollgas stellst. Das sollten sie, ja. Genau, und da geht ja der ganze Kohlenstoff dann aus dem Material raus und dadurch wird er dann halt wieder angreifbarer. Ne? Mhm. Okay, ja, und Salz natürlich macht Salze, das. Salze, ne? Hitze, Fette. Genau. Nee, super, 100%ig. Hier diese Flaming Bars, also diese Brennerabdeckung bei uns. Brennerabdeckung. Die kann man auch so noch bestellen bei euch. Du kannst die... Alles eigentlich, weil es ist ja ein Baukasten. Genau, wir produzieren das ja nebenan.
Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich nehme mir jetzt nur den Rost, ich brauche jetzt zum Beispiel die Rotisserie noch gar nicht nehmen. Nee, Quatsch. Dann nehme ich einfach nur den Rost und wenn ich irgendwann in 2 Jahren sage, Mensch, eine Rotisserie wäre jetzt was für mich, richtig, dann rufe ich euch an und sage immer zu, ich brauche doch mal oder für den und den. Oder einen Unterschrank oder diesen Seitenbrenner oder einen Deckel, du brauchst nicht mal einen Deckel nehmen. Ja, ist mega, ne? Das ist echt mega. Ja, du kannst wirklich klein starten. Ja, das ist gut. Das weil vielleicht hat ja auch, vielleicht weiß ja jemand noch gar nicht, dass er richtig Bock auf Grillen hat. Das meine ich damit, ne? Weil man man will sich ja weiterentwickeln. Also wie gesagt, der Grill wird eigentlich nicht alt. Also du willst. Sehr schön. Wir bauen da auch immer neues Zubehör für. Und dann hast du eigentlich immer Spaß daran, den so ein bisschen aufzupimpen, ne? Wunderbar, super. Ja, ich bin so ein bisschen geflasht, bin ich schon. Das ist schon gut. Schon echt gut. Schön. Muss ich echt sagen. Ja, wir haben das Duroc aber noch nicht gesehen. Ich sag das jetzt vorher. Man muss ja ein bisschen Vertrauen entgegenbringen. Ja, genau. Hast du gerade gesagt. Nee, das wird werden. Ja. Überhaupt kein. Ist überall. Es ist ja auch alles kein Hexenwerk. Nee. Und wer sagt, ich grill doch mein Steak nicht, das kann ich ja nur versauen. Nee. Das kann man nicht versauen. Das geht gar nicht. Und ich sag ja immer, das habe ich unten gerade auch gesagt, man kann drücken, weil man Profi ist. Man kann immer sagen, oh, das Fleisch muss noch ungefähr 2,5,7 Sekunden da drauf liegen bleiben oder Minuten. Ich stecke da einfach einen Kerntemperaturfühler rein. Ja. Und so habe ich denn die Technik. Kostet doch nichts mehr. Ja. Also lass doch laufen, ist doch kein Problem. Handy fängt an zu bimmeln. Du kriegst eine Nachricht, wenn es fertig ist, ne? Ja. Wo stehen wir denn? Sag ich nicht. Wie? Verbrannt. Nein, Gott. Nein, ich habe mein Handy gar nicht hier. Das ist ja Bluetooth. Ich glaube, das geht gar nicht hier ganz hoch. Gib mal her das Handy. Ach so. Wir gucken mal, wo wir sind. Das hat auf jeden Fall noch nicht geklingelt, oder? Hier, ich habe gar keinen Empfang mehr. Ja, das sind ja auch so. Wir sind ja hier, ich habe es ja gerade gesagt, 775 Treppenstufen hochgegangen. Richtig, also wir sind ganz weit das über ist ganz schön warm, das ist ganz, ganz schön warm hier. Hier wird schon wieder wärmer. Aber Sonne. Hier wird schon wieder wärmer, ne? Genau. Ja. Ja, super. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Danke für deine Einladung. Mir auch. Und jetzt essen wir gleich noch was. Und danke, dass es so spontan geklappt hat. Ne? Vor einer Woche hat er geschrieben, ungefähr, oder? Wie viel länger ist es nicht her? So. Ja. Ich habe ja sonst auch nichts zu tun. Keine Gegenfragen, so, ja, ich komme hier, macht Spaß. Ja, macht Spaß. Wir gucken uns das mal an. Ich habe da was mit und gut ist. Schön. Ja. Und wir haben ja auch, darf ich ja hoffentlich noch mal sagen, die deutsche See. Ja, natürlich. Die unterstützen. Ja, wirklich. Super. Ja. Und ich habe da mit meinem Leon, habe ich da wirklich jemanden sitzen, der auch mal schnell reagiert, weil den habe ich echt vor 3 Tagen angerufen und heute Morgen war die Lachsseite da. Schön. Das ist schon echt mega. Also die machen da echt einen guten Job. Dein Buddy hast du, oder? Ja, mein Buddy. Der heißt ist auch, mein, ach, er ist der, ja auch Buddy. Der heißt auch dann habe ich jetzt schon 2 Buddies. Genau. Ne? Ja, schön. Ja. Er freut mich, dass sie da auch ein bisschen Gas geben und euch da. Finde ich schön, ja. Ja, das ist so. Kunden zufriedenstellen, mehr geht doch gar nicht, oder? Und vor allem, es ist auch echt gutes Zeug. Ja. Das ist echt entspannt und bringt einfach total Spaß mit dem, weil du weißt ganz genau, da kommt was Leckeres auf den Tisch. Super. Was willst du mehr? Ne? Ja, ihr Lieben, so, wir haben lange genug gequatscht. Schön, dass ihr die ganze Zeit zugehört habt. Ich hoffe, da ist was Interessantes bei. Wir werden jetzt nochmal runter zum Grill gehen, uns das Duroc auf dem Drehspieß angucken, wie es geworden ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr auch mal mit uns grillen wollt, kommentiert das einfach mal und dann melden wir uns bei uns. Melden wir uns bei euch. Tschüss. Ciao. So, ihr habt es geschafft. Jetzt ist es vorbei. Das war das Interview, was ich euch unbedingt noch mal zeigen wollte. Ich glaube, da kommt ganz gut rüber, wie locker und wie easy die Atmosphäre da war bei Schickling Grill. Wie gesagt, guckt mal gerne auf die Seite, auf der Seite vorbei und guckt euch mal an, ob die Grills was für euch sind. Also ich bin ganz ehrlich, ich spare schon ein bisschen und ich glaube, so ein Gerät könnte bei mir irgendwann mal Einzug erhalten. Nun ja, okay, dann würde ich sagen, das war, wie gesagt, das Interview und das nächste Mal gibt's wieder was Heißes hier vom Grill oder vom Smoker oder vom Pizzaofen oder, naja, wie ihr das halt kennt, irgendwas wird schon kommen. Ich wünsche euch was, haut rein, schaltet wieder ein, denkt an den Abonnier-Button, ich bin fast bei 2000 Abonnenten, freut uns total und die Glocke aktivieren, dann kriegt ihr wieder mit, wenn was Neues kommt. Ein Daumen hoch, Daumen runter, ein Kommentar, alles das wird gerne genommen und wir lesen uns alles durch und versuchen auch immer alles zu beantworten. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal,
hier bei Watten Barbecue. Mehr grillen geht nicht, Grillen an der Küste. Haut rein und tschüss.